So, ich hoffe, ihr habt Bock auf meinen Book-Haul für den Monat August, denn wie es sich für einen Buchliebhaber gehört, habe ich natürlich auch im August super viele Bücher gekauft. Naja, okay, viele Bücher für mich. Ja, es ist für jeden von euch was dabei. Ja, sehr viel Shakespeare diesmal. Ja, ein klein wenig Horror, eine Graphic Novel und natürlich jede Menge Belletristik. Aber bleibt doch einfach gespannt und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Book-Haul für den Monat August 2017. Wie immer natürlich, wenn ihr das ein oder andere Buch schon kennt und sagt, hey Alice, das musst du unbedingt lesen, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare und auch wenn ihr mir irgendwas davon empfehlen könnt, was ich vielleicht als nächstes lesen kann, immer gerne her mit euren Vorschlägen. Als erstes zog bei mir ein diesen Monat ein Sachbuch und zwar die Romantherapie von Ella Bertaut und Susan Elderkin. Ich hoffe, man spricht das so aus. 253 Bücher für ein besseres Leben. Dieses Buch ist mir vor ein paar Monaten oder vorletzten Monat oder so, bei Instagram begegnet und das ist jetzt auch schon die Taschenbuchausgabe. Es gibt, gab es schon als Hardcover und jetzt gerade neu gibt es nämlich die Romantherapie für Kinder. Dieses Buch ist ein Sachbuch und geht eben darum, dass für bestimmte Situationen in deinem Leben schlagen diese Autorinnen hier ein Buch für dich vor. Und das sind nicht nur einfache Gemütslagen oder so, wie man das vielleicht kennt, sondern sehr, sehr kreative ja, Lebenslagen, wie zum Beispiel Fremdsein, Genialität, schlechter Geschmack, übermäßiges Harmoniebedürfnis, alles hinschmeißen wollen, Hypochondrie, auch ganz wichtig für mich, Kaufsucht, Kleinsein in einer Klemme stecken oder auch Minderwertigkeitskomplex, Montag-Morgen-Gefühl. Also es ist sehr, sehr kreativ. Hinten ist auch ein Index drin, wo man sich dann das Passende raussuchen kann, was man selber gerade für eine Stimmung hat oder in welchem Lebensabschnitt man sich gerade befindet. Und dann wird hier auf liebevolle Art und Weise ein Buch vorgeschlagen, was einem eben durch diese Situation oder durch dieses Gefühl hilft. Und ja, das ist auch ein psychologischer Aspekt, der dahinter steckt, denn es gibt tatsächlich eine Theorie dazu, dass eben ja auch in bestimmten Gemütslagen dir ein bestimmtes Buch auch helfen kann, wenn du zum Beispiel traurig bist oder wenn du gestresst bist, dann hilft dir vielleicht ein Buch, ja, was ein bisschen seichter ist, was dich ein bisschen runterbringt und ja, das soll einem dann tatsächlich helfen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe mir schon eins rausgesucht. Ich bin mal geguckt. Ich habe mal geguckt, was gerade so viel Stress ja, für Bücher gibt und die Vorschläge hier drin. Manche habe ich auch schon gelesen und denke auch, dass sie ganz gut zu dieser Situation passen. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich hier in diesem Buch so entdecken darf. Natürlich gab es auch diesen Monat das obligatorische Festerbuch und zwar Der Hornbrecher von Edward Lee, erschienen im Fester Extrem Verlag. Hier geht es um einen Mann, der in seiner Ehe eher unglücklich ist, beziehungsweise seine Frau geht ihm mächtig auf den Sack. Und als sein Vater stirbt, kehrt er zurück zu der Ranch und kehrt auch damit zurück zu dem, was er früher einmal war, beziehungsweise wie sein Leben früher einmal war. Und das heißt voller Sex, Brutalität und Gewalt. Und mein Freund sagte eben, als er den las und ich ihm ungefähr so sagte, worum es ging, meinte er eben auch so, Edward Lee könne wohl nur eine Art von Geschichten schreiben mit unterschiedlichem Setting und wechselnden Figuren und wir ändern einfach mal den Titel. Ja, also grundsätzlich hat er nicht ganz Unrecht, würde ich sagen. Trotzdem freue ich mich auf dieses Buch hier. Ein bisschen netter geht es mit meinem nächsten Buch weiter und zwar ein verspätetes Geburtstagsgeschenk von Margaret Atwood, Die steinerne Matratze. Hier drinnen enthalten sind neun Erzählungen, also auch Kurzgeschichten von Margaret Atwood. Ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Eine Autorin, ja, von der ich sagen muss, dass sie mir in den letzten Jahren eben aufgefallen ist, so seit 2 Jahren würde ich sagen. Bin sehr, sehr überzeugt von dieser Autorin. Auch ja, Hexensaft nehmen wir hier mal aus. Und ich bin jetzt schon gespannt, was sie in ihren Kurzgeschichten kann. Das ist ja immer noch eine Stufe höher, finde ich jedenfalls persönlich, denn da kann ein Schriftsteller wirklich zeigen, was er kann. Ich meine, so ausschweifend erzählen und irgendwie bla bla. Ja, stelle ich mir eben leichter vor, als wirklich auf, ich sage mal, 40, 50 Seiten das auf den Punkt zu bringen, was ich tatsächlich sagen will. Und ja, schon im Klappentext, mordende alte Damen, Hochstapler oder ein gefriergetrockneter Bräutigam, Margaret Atwoods Formulierlust ist grenzenlos und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr auf dieses Buch hier.
Kommen wir zum Shakespeare-Teil. Ja, es sind drei Bücher bei mir eingezogen und zwar als allererstes in der DTV-Ausgabe Der Kaufmann von Venedig von William Shakespeare. Wie ihr wisst, ich lese beim Hogarth Shakespeare-Projekt mit und ja, wollte mich nun an eine Adaption machen und dazu lese ich natürlich das Original. Das habe ich bereits gelesen und hier drin geht es um Antonio und der Freund von Antonio will sich bei dem Juden Shylock etwas Geld leihen und Antonio ist hier Bürge und wenn er das Geld nicht zurückzahlen kann, darf Shylock aus Antonio ein Pfund Fleisch rausschneiden. Das Geld braucht der Freund nämlich dafür, um eine Frau zu umwerben und deren Vater ist gestorben und hat ja quasi als Rätsel für die Bewerber zur Aufgabe gemacht, dass jeder Bewerber aus drei Kästchen wählen soll und nur der, der das richtige Kästchen wählt, darf seine Tochter eben ehelichen. Ja, ein sehr, sehr interessantes Werk, was ich wie gesagt schon gelesen habe und dazu wird es in den nächsten Wochen natürlich auch eine entsprechende Rezension geben. Passend dazu ist natürlich auch die Adaption bei mir eingezogen, Shylock von Howard Jacobson. Ja, wie gesagt, die Adaption zu diesem Buch hier. Ich möchte nicht so viel dazu sagen. Auch dieses Buch habe ich bereits fertig gelesen und wie gesagt, da gibt es mal wieder eine gemeinsame Rezension dazu, beziehungsweise ein Versus, welches hat mir besser gefallen. Und als kleiner Spoiler, also nicht inhaltlich, sondern nur zu meiner Meinung, kann ich euch jetzt schon verraten, das ist das erste Buch aus diesem ganzen Projekt, was mich wirklich das erste Mal so richtig überzeugen konnte. Also bleibt gespannt. Als letztes Shakespeare-Buch zog bei mir ein, der widerspenstigen Zähmung. Ich habe übrigens keine Ahnung, worum es in diesem Buch oder in diesem Stück entsprechend geht. Das habe ich jetzt immer so gehalten. Natürlich kenne ich so Werke wie Romeo und Julia, Hamlet und Macbeth, die ich auch einmal gelesen habe, irgendwann vor Urzeiten und auch nicht so gut verstanden habe. Aber hey, so inhaltlich weiß man so ein bisschen Bescheid. Ja, aber ich bin nicht noch ziemlich neu in diesem ganzen Shakespeare-Gedönsding. Und ja, wenn andere Leute sagen, oder ich im Internet immer lese, ja, der Sturm, das muss man kennen und bla. Nein, ich kenne es eben nicht und ich entdecke es eben neu für mich. Und so geht es mir auch mit der widerspenstigen Zähmung. Ein Werk, von dem ich vorher nie gehört habe und das ich jetzt bereit bin zu entdecken und dann auch die Adaption dazu lese. Ich glaube, ich werde auch vielleicht bei der Hälfte des Hogarth Shakespeare Projekt mal ein kurzes, ja, so Resümee ziehen, wie mir das gefällt oder wenn euch das überhaupt interessiert. Und am Ende natürlich auch, aber das Letzte zu diesem Projekt kommt erst Ende 2018 raus, deswegen das könnte noch ein bisschen dauern. Dann durfte es auch mal wieder eine Graphic Novel sein und zwar Locke und Key, Heaven and Earth. Ja, das ist ein Erweiterungsband quasi oder ein Extraband zu der Locke und Key-Reihe, die eigentlich schon abgeschlossen ist und zwar aber nicht ein Glück wegen der Geschichte, weil die ist super, mega, super, duper toll. Ja, ja, das ist völlig undifferenziert jetzt rausgeknallt, aber die ist wirklich sehr, sehr großartig. Nicht nur großartig gezeichnet, sondern auch großartig erzählt. Und wie es oftmals bei großartigen Geschichten so ist, sollte man ja eben auch irgendwann mal ein Ende finden. Denn es ist nichts nerviger, als etwas Tolles zu haben und dann endet es irgendwie nicht und es ist dann irgendwie dasselbe und es wiederholt sich und man merkt, damit will eigentlich nur Geld gescheffelt werden. Und so bin ich sehr, sehr froh, dass ja, die beiden hier diese Reihe wirklich zu einem Abschluss gebracht haben. Ich glaube, nach 7 oder 8 Bänden nage ich mich jetzt nicht fest. Und in diesem Band gibt es eben noch ein paar erweiterte Geschichten, die irgendwo irgendwann mal erschienen worden sind. Auch noch ein paar Fotos in Fotoreihe. Ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Ihr müsst euch das natürlich überlegen, weil es ist ziemlich viel Geld. Ich glaube, was habe ich bezahlt? 11, 12, 13 € oder sowas. Ja, für, weiß ich nicht, gerade mal 60 Seiten ist, glaube ich, jetzt ist schon nachdenkenswert. Aber als Locke und Key-Fan musste das natürlich unbedingt sein. Als letztes zogen dann noch zwei Rezensionsexemplare bei mir ein und das eine habe ich auch schon angefangen. Und zwar aus dem Aufbau Verlag sind die beiden Exemplare und zwar einmal von Carola Dunn, Miss Daisy und Der Tote auf dem Eis, ein Kriminalroman. Und wie es hinten so treffend draufsteht, ich bin jetzt schon auf Seite 82, glaube ich, ja, 82, der Liebhaber des gepflegten Tea-Time-Krimis kann diesen mit Behagen schlürfen. Und ich muss sagen, nach den ersten 82 Seiten kann ich dem durchaus zustimmen. Hier geht es um Miss Daisy, deren Nachnamen ich nicht aussprechen kann, weil er ein bisschen kommt, vielleicht sollte ich es nochmal googeln und vielleicht sagt Google mir, wie das wirklich ausgesprochen wird. Danke. Ja, und Miss Daisy ist ja, Journalistin, ihren ersten Job und sie fährt nach Wentwater, glaube ich. Ja, Wentwater Court. Ja, dort trifft sie alte Freunde wieder, ist aber eigentlich ein Job.
Naja, sie verkehrt offensichtlich auch in diesen Kreisen. Eines Morgens nach dem Frühstück muss sie und zwei weitere eine Leiche entdecken auf dem gefrorenen See. Was zunächst nach einem Schlittschuhunfall aussah, stellt sich doch nach dem Betrachten einiger Fotos, die ja, Miss Daisy eben macht, ja doch nicht ganz so als Unfall heraus, sondern es könnte auch ein Mord gewesen sein. Ich bin jetzt jedenfalls schon sehr, sehr gespannt, diese Geschichte weiter zu verfolgen und mich zusammen mit der Protagonistin auf die Suche des Mörders zu begeben. Und dann als zweites Rezensionsexemplar Kukolka von Lena Lux. Hier geht es um ein Mädchen, was offensichtlich nicht ganz mädchenhaft ist, aber auch eine schwere Geschichte hat. Hier hinten steht auch drauf, dass man nie so sehr nach einem Happy End sich gesehnt hat. Ich lese euch mal kurz vor. Mir war nämlich klar geworden, dass ich die Einzige war, die das hier überleben konnte. Ich war nicht so eine gefallene Püppi. Ich war schon immer hier unten gewesen. Und ich muss sagen, das hat mich inhaltlich sehr, sehr angesprochen. Aber auch, ja, auch wenn dieses Cover mega kitschig ist und mega voll ist und mega bunt ist. Also ich find's eigentlich ein bisschen furchtbar. Aber eigentlich so furchtbar, dass es schon wieder gut ist quasi. Und ich habe mich auch mit Erika bei Instagram schon damit darüber unterhalten, dass wir das auch voll finden, dass dieser Hund hier übel so photoshoppt aussieht und ja, generell irgendwie, ja, es ist einfach so bunt und dann dieses hellgrüne Titel, ja, dieser Titel auf diesem hellgrünen Kreis, das, ja, ich weiß auch noch nicht. Ich hoffe, inhaltlich wird es mich überzeugen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt darauf und da es ein Rezensionsexemplar ist, dürft ihr natürlich auch zeitnah mit einer entsprechenden Rezension dazu rechnen. Ja, und das war's auch schon wieder von mir für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, am Anfang schon, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr eins dieser Bücher kennt und mir empfehlen könnt. Oder wenn ihr sagt, zu dem möchtet ihr gerne meine Meinung hören, lest mal bitte ein bisschen schneller, bitte. Dann immer damit ab in die Kommentare. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne ein Abo dalassen. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.